Dankeschön. Menschen brauchen Gott. Wo würden wir hinkommen, wenn wir Jesus nicht hätten, wenn wir Gott nicht hätten, den Heiligen Geist nicht hätten? Ja, wenn wir das Wort Gottes nicht hätten, wo würden wir hinkommen? Menschen brauchen Gott. Das ist ein gutes Thema hier. Aber mal die Botschaft, die ich für heute habe, ist, worauf achtet Gott? Gott achtet auf die Liebe, auf den Glauben, auf Gehorsam und so weiter, wie das Herz des Menschen ist. Das Wichtigste ist bei Gott das Herz. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, heißt es einmal in der Bibel. Ich lese in Matthäus Kapitel 8, Vers 5 und folgende Verse von diesem Hauptmann in Kapernaum, römischen Hauptmann. Er ist ein Römer, ein Latiner, also kein Jude, aber er ist im jüdischen Land und er verwaltet hier die Gewalt und das Römertum im Land. Und da heißt es also aber, in Kapernaum, Jesus kam, da kam ihm ein Hauptmann entgegen und er sagte, mein Herr, mein Knecht liegt gelähmt zu Hause und wird von furchtbaren Schmerzen gepeinigt. Und er sagt zu ihm, ich werde kommen und ihn heilen. Also der Jesus würde gerne kommen. Aber nein, sagt der Hauptmann, du brauchst gar nicht kommen. Ja, Herr, es steht mir nicht zu, dich in mein Haus zu bitten, doch sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und denn ich bin auch nur einer, der Befehle ausführt. Ich sag's, komm, und dann kommt er. Und ich sage, geh, dann geht er. Ja, und dir die gehorchenden Befehle. Und deshalb sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und dann sagt Jesus, geh. Ja, und dir geschehe, wie du geglaubt hast, tu es. Ja. Und dann sagt er irgendwo später, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, die so aufs Wort glauben. Und ich sage euch, solchen Glauben habe ich bei niemandem in Israel gesehen. Ich sage euch aber, viele werden an jedem Tag aus Ost und West und Nord und Süd kommen und sie werden mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich am Tisch sitzen. Und die Söhne des Reiches, also die Juden, die werden hinausgeworfen. Dort wird nur Heulen und Zähneklappern sein. Und Jesus sagte zum Hauptmann, geh, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und in jener Stunde, als er das gesagt hat, Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund, ist er gesund geworden. Stell mal vor, ja. Solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden, das, was der Hauptmann gehabt hat. Und die Frage ist, haben wir auch den Glauben, dass wir nicht nur an Gott glauben, dass es einen Gott gibt, sondern dass wir auch uns auf ihn verlassen und ihm vertrauen? Ja, der Mann hat der Wahrheit geglaubt, den Fakten geglaubt, der Erkenntnis geglaubt. Ich bin auch nur ein Mensch, der Befehle ausführt und Leute gehorchen meinen Befehlen. Deshalb auch du, Herr Jesus, du bist der Schöpfer aller Dinge und dir müssen auch alle Dinge gehorchen, die Engel, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ja. So, wie es diesen Glauben sucht der Herr, solchen Glauben habe ich in Israel bei den Juden nicht gefunden, bei den Christen nicht gefunden. Nirgendwo habe ich diesen Glauben gefunden. Nur dieser römische Hauptmann glaubt das, ja, der gar nicht groß deutet und deutelt und überlegt und grübelt und den Kopf sich zerbricht. Ja, er sagt, sprich und es wird geschehen. Dass man so kindlich, so einfach glaubt, sprich nur ein Wort. Und das ist, was Jesus sucht. Er sucht Menschen, die einfach seinem Wort vertrauen, sich auf sein Wort verlassen, die gar nicht groß probieren und experimentieren. Die vertrauen dem gesprochenen Wort. Ja. Gottes Wort passiert und bewirkt Wunder, wenn man der Predigt glaubt. Wenn du dem Arzt nicht vertraust, brauchst du gar nicht zum Arzt hingehen. Ja. Also wenn du an den Arzt nicht glaubst, kann der Arzt dir nicht helfen. Wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst, kann das Wort Gottes dir nicht helfen. Der Glaube kommt aus der Predigt, heißt es einmal in der Bibel. Und darum sind wir eine Predigtkirche. Wir verkündigen und glauben müssen die Leute selbst. Ja, man glaubt, dass Gott alles kann, dass ja, das Eis ist dick genug, das trägt mich, der Herr ist stark genug. Ja. In Sprüche 20, Vers 6, da heißt es, einen gläubigen Mann zu finden, ist etwas Großes und Großartiges. Dieser römische Hauptmann war ein gläubiger Mensch. Es passiert, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Du solltest auch, wenn du krank bist, Probleme hast, wenn du eine Lösung brauchst, sag, Herr, sprich zu mir ein Wort und löse das Problem. Und wir brauchen das Wort Gottes, nicht das Bibelwort allein, sondern ein Rema, ein Wort Gottes für die Situation. Sünde ist nicht das, was ein Mensch tut, sondern was er unterlässt. Sprich nur ein Wort und es wird passieren. In der Banksprache, also beim Geld, heißt es und so weiter, Herr, ich löse meinen Scheck ein. Früher hat man Scheck gehabt und eingelöst oder heute die Karte und du hast dein Geld gekriegt.
Sünde ist eine innere Fehlhaltung gegenüber Gott. Wer weiß, ob er mir helfen kann? Wird er mir helfen? Ist er in der Lage, mir zu helfen? Ja, in der Bibel heißt, wer zweifelt, der soll nichts denken, dass er was empfange. Aus dieser Fehlhaltung erwächst dann ja, das Zweifel Gott gegenüber. Sollte Gott was möglich sein? Kann er helfen, der so weit weg, wo auch immer? Viele Christen sind enttäuscht. Uns ist mal passiert, wir sind in Sachsen gewesen, haben Pilze gesammelt, sogar beim Autofahren, Tür aufgemacht und eine Pilze aufgesammelt. Stell dir mal vor, so reichlich wuchsen dort die Pilze gesammelt. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was gute oder schlechte Pilze sind. Und dann kommen wir nach Schönefeld hier, da steht einer und verkauft Pilze. Und dann habe ich gesagt, guter Mann, können Sie mir helfen? Ich habe Pilze gesammelt. Was kann ich diese Pilze essen? Dann sagt er, ja, Sie haben keine Fliegenpilze gesammelt. Also eigentlich kann man alle Pilze essen. Nur nicht alle schmecken. Aber dann hat er uns die gesagt, die gut schmecken, die sollte ich dann aufheben. Es gibt eigentlich bei uns kaum giftige Pilze, aber bittere Pilze gibt es auch. Ja, und so ist es im Leben, ja, worauf es ankommt. Du, ist alles okay, alles in Ordnung, alles ist gut, aber nicht alles ist das, dient zu unserem Besten. Die meisten Pilze sind essbar, sagt er mir, aber schmecken bitter, sind ungenießbar oder nicht immer ungenießbar. Ja. Gute Pilze suchen ist anstrengend. Da bin ich mal im Wandlitz gewesen hier im Wald und habe versucht, Pilze zu finden. Manche haben Pilze gefunden, Pfifferlinge und Steinpilze und was weiß ich. Ja, man muss sich auskennen und fühlen und wissen, wo Pilze wachsen. Ja, wo findet man Pilze? Wer ein Christ ist, er muss darauf wissen, worauf kommt es wirklich an. Eigentlich, mir ist alles erlaubt, aber es frommt nicht alles. Dient nicht zu meiner Besserung. Ja. Wer meint, die Christen wären ein Engel, der täuscht sich. Es gibt so viele Bengels, nicht nur Engels. Ja. Bengels. Wir sind solche Wesen, die, ja, die Larifari leben. Wer gute Pilze suchen will, der muss am richtigen Platz sein. Schon die Gegend kennen, nicht das erste Mal dort sein. Die richtige Stelle und da geht man schnurstracks drauf zu. Viele werden enttäuscht. Worauf kommt das an im Leben? Was ist das Beste? Viele geben sie auf, wenn es nicht sofort eine Gebetserhörung gibt, weil manche denken, gebeten und erbeten und schon empfangen, so schnell geht es nicht. Wunder dauern etwas länger, hat jemand einmal gesagt. Ja. Es gibt so viele Christen, die sind enttäuscht, weil sie nicht das machen, was Gott sagt. Ja. Und der ist auf Umwege oder über Umwege, erfährt er das und jenes. Viele Fromme sind scheinheilig, ja, aber sie leuchten nicht. Sie sind nur scheinheilig, sie scheinen so, tun so, als wenn alles in Ordnung wäre. Aber ist wirklich alles in Ordnung im Leben eines Christen? Kommt alles aus dem Glauben, aus Gottvertrauen, so wie dieser römische Hauptmann? Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ja. Glaubst du dem Wort Gottes? Arbeitest du mit Gott zusammen? In Hebräerbrief, da finde ich 7 Herrlichkeiten Jesu in Person. Er ist der Sohn Gottes, der Erbe aller Dinge, weil er Gott gehorcht, weil er Gott gehorsam ist. So, und auch wir, ja, Gott achtet auf unseren Gehorsam. Machst du auch, was in der Bibel drinsteht, oder glaubst du nur? Der Teufel glaubt auch, was in der Bibel drinsteht. Und er zittert sogar noch aus Angst, wenn er es nicht tut. Ja. Wir sollten die Bibel nicht nur kennen, sondern auch tun, Täter des Wortes sein. Und dann beides zusammen, das bringt dann nachher Harmonie, was er euch sagt, das tut. So, ich möchte dich ganz herzlich einladen, dass du Gott wohlgefällig bist. Was will der liebe Gott? Worauf kommt es ihm an? Jesus sagt in Johannes Kapitel 12, Vers 45, wer mich sieht, der sieht auch den, der mich gesandt hat, also den Vater. Wir sind in Frankreich, in Reims, da besichtigen wir die Kathedrale dort. Und das sind schöne, wunderbare Glasfenster. Und da ist eine Mutter mit einem Buben. Und dann fragt der Junge, Mama, was sind das für Männer hier in dem Fenster, im Glasfenster in der Kirche? Dann sagt die Mutter, das sind Heilige. Der Junge sagt nichts groß, aber ja, das sind Heilige. Und nach einer Weile sagt der Junge, und das hat mich interessiert, was der Junge gesagt hat, Mama, jetzt weiß ich, Heilige sind Menschen, durch die das Licht durchscheint. Ja, durch die der Heilige Geist durchscheint, verstehst du?
Das sind heilige Menschen, die die Liebe Gottes haben, die gehorsam sind mit dem Wort Gottes. Das Licht durchscheint. Scheint das Licht Gottes auch durch unser Leben durch? Dann sind wir auch Heilige. Aber so viele reden von Gott, sind Maulhelden, aber sie tun nicht, was er sagt. Ja, und so viele sind ja, Scheinheilige. Die Pharisäer waren scheinheilig. Vater, ich danke dir für das und jenes und so weiter. Aber der Sünder, der Gnade bekommen, durch ihn scheint die Göttlichkeit durch. Römer Kapitel 1, Vers 25. Jesus ist das, der Abglanz Gottes. Das Licht schien durch ihn durch. Ja, Menschen konnten ihn sehen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater, der mich gesandt hat. Auf der Erde war niemand so wie Jesus war, ja, der Gott auslebte, praktisch auslebte, ja, Gottes Pläne verwirklichte, Gottes Willen verwirklichte, sogar zum Schluss in seinem Leben sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und je größer die Leiden waren, desto mehr Licht schien durch ihn durch, desto mehr Glauben war sichtbar. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Spricht nur ein Wort, das sogar Jesus imponiert hat, dieser Glaube des römischen Hauptmanns. Er freute sich, dass es so einen Menschen gibt, der einfach aufs Wort gehorcht. Nicht lang diskutiert, nicht lang Kommentare liest und nicht lang da, was weiß ich, sondern er einfach tut, was der allmächtige Gott sagt. Und deshalb ist es so wichtig, durchscheinen, durchlassen, durchlässig sein. Ja. Was sind die Folgen der Herrlichkeit Gottes? Guck mal, wie diese bunten Kirchenfenster dort in Reims. Ja, das Licht scheint durch und Leute empfinden etwas. Nicht nur, dass man was im Kopf hat, sondern im Herzen. Im Herzen. Erst wenn wir überwinden, mit dem Leben fertig werden, das Leben bewältigen und tun, was er gesagt hat, dann reagiert Gott auf uns. Nachdem der Naaman sich 7-mal taufen ließ im Jordan, wurde er gesund. Nicht beim 5. oder 6. Mal, sondern 7-mal. Ist so wichtig, dass wir das tun, was Gott sagt. Gehorchen. Worauf kommt es bei Gott an? Gehorsam. Durch Jesus erkenne ich erst Gott, wer es ist. Verstehst du? Insbesondere durch sein Leiden, durch das, was er am Kreuz vollbringt. Manche Leute denken, er hat mich am Kreuz erlöst. Nein, er hat mir vorgelebt, hat mir gezeigt, was macht man, wenn man im Willen Gottes ist, ja, und nicht nur einfach die Sonne angucken und anbeten und davon geblendet zu sein, oh Herr, du bist groß. In Marzahn hier, da hatten wir bei der letzten Sonnenfinsternis, da hat man ganz groß überall in der Zeitung geschrieben, bitte nicht in die Sonne gucken, sondern Gläser, getönte Gläser zu nehmen. Aber da war ein Junge, oder, ja, ein junger Mann, der hat in die Sonne geguckt, in die Sonnenfinsternis und ist blind geworden. So schnell kann es gehen, wenn man nicht das tut, was man sollte. Ja, die Sonne, die das Leben gibt, kann auch einen blind machen, kann ein Leben ruinieren. In den Evangelien sehen wir, wie Jesus handelt, wie er gelebt hat, wie er uns die Erlösung vorgelebt hat, was die Wirklichkeit Gottes ist. Tu einfach den Willen Gottes. Der Mensch ist der nach oben schauende, Menesco, der nach oben schauende. Auf dem Weg zum Nordkap kam ich mal vorbei in Jukkan, ein Dorf im Tal, verstehst du? Und die haben nie Sonne, auch wenn die Sonne draußen scheint, aber die haben keine Sonne. Und die dort im Tal haben etwas gemacht, die haben Spiegel hingestellt, dass die Spiegel das Dorf erhellen. Auch dazu ist das Licht da, ja? Dass die Menschen nicht im Dunkeln leben, 6 Monate ohne die Sonne. Sie hatten großartige Ideen, das Licht ins Tal zu bringen. Und deshalb versuche ich auch jetzt durch diese Predigt in dein und in unser Leben einfach Licht hineinzubringen. Schau an, das ist der Herr, das ist der Herr, so ist der Herr. Und die hatten dort auf dem Berg oben riesige Spiegel und die Spiegel waren gerichtet auf das Dorf unten im Tal. Die haben das Sonnenlicht reflektiert. Also das war für uns eine interessante Sache, eine interessante Angelegenheit. Das Licht der Sonne sollte erhellt werden. Und das Wort Gottes ist auch ein Licht auf unserem Weg, wohl uns. Tolle Idee, mit diesen großen Spiegeln das Dorf zu erhellen. Worauf kommt Gott an?
in unserem Leben, ja, dass wir das Licht empfangen und das Licht weitergeben. Gib und es wird dir gegeben, so heißt es im Wort Gottes. Ja. Tu und es wird was geschehen und plötzlich da ist ein Loch im Himmel. Verstehst du? Durch diese Reflektoren, ein kleiner Trick und dann funktioniert es, es bewirkt Großes, du musst nicht immer im Dunkeln wandeln. Ja. Lass die Sonne scheinen in deinem Herzen, ja, sei glücklich. Genieß das Leben, installiere Spiegeln Gottes in deinem Leben, wo auch immer ist, dass du weißt, Gott ist gut. Gute Gedanken an der Wand projizieren, irgendwo wie hier wie diese Blume, die durchs Eis, diese Glockenblume durchs Eis, durch Schnee, durch Schwierigkeiten sich durchkämpft nach oben zum Licht hin. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Worauf kommt es bei Gott an? Dass du Jesus kennst, dass du auf Jesus eingehst, dass du mit Jesus zusammenarbeitest. Worauf achtet Gott? Was ist ihm wichtig? Was sucht er in deinem Leben? In meiner Bibel heißt es, ein Zweifler denke nicht, dass er was bekomme. Ja, Zweifel ist einfach Gott ein Fragezeichen zu machen. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das bei Gott möglich sein? Ist das der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Ich habe eines in meinem Leben gelernt, aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen zu machen. Ja, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Jesus ist unterwegs, wird von diesem Römer hier gestoppt. Ein Soldat, ein Ausländer, ein Fremder. Und sagt, mein Knecht ist gelähmt, hat Probleme, hat riesige Schmerzen, was auch immer ist. Und dann sagt Jesus, ich werde kommen und heilen. Und dann sagt er, nein, 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 du musst nicht zu mir kommen. Sprich nur ein Wort. Und wir möchten immer erkennen, dass Jesus zu uns kommt. Nein, er muss nur ein Wort zu uns sprechen. Hör die Predigt. Ja, und hilf uns, ja, dass wir das Wort Gottes verbreiten können. Und ich danke allen Geschwistern und Freunden, die uns helfen, das Wort Gottes zu verbreiten. Verschiedene Plattformen bedienen wir und versuchen das auszubreiten. Mindestens 20, ja, Plattformen verschicken wir die Predigten und versuchen da zu platzieren. Gott hat uns befohlen, geht hin und predigt das Evangelium allen Menschen, allen Kreaturen, ob das Juden sind oder das Heiden sind oder das Griechen sind, Russen oder Amerikaner sind. Wir predigen einfach. Und wer glaubt, der wird selig. Ja, dem wird es geholfen. Und Glaube ist, zu tun, was Gott gesagt hat, was in der Predigt verkündigt wird. Ich könnte natürlich auch alles lesen. Ich müsste euch nicht aus der Bibel predigen. Nein, aber durch die Predigt ist das durchgekaute Wort Gottes. Das ist, der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, auch durch meinen Mund. Ja, auch, ja, das, was ich sage und verkündige, ich versuche das weiterzugeben, was mir gegeben wurde. Und meistens, was mir geholfen hat, das gebe ich weiter anderen Leuten. Und ich predige eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich selber. Verstehst du? Ich entdecke hier Gottes Wort und es hilft und dergleichen. Und Jesus sagt, ich muss nicht zu dir kommen. Ja gut, ich komme nicht, aber dein Knecht ist gesund. Und in dem Augenblick, wo er das gefragt hat, wo er mit dem Heiland sich auf eine Diskussion einlässt, wurde der Diener gesund. Und es ist schön zu wissen, ich muss nicht immer für mich selber beten, ich kann auch für andere beten. Für die anderen in den Riss treten. Ja, bitte für deine Angehörige, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Eltern, deine Familie. Bete für irgendjemand. Und du hast bestimmt irgendjemand in deiner Umgebung, der in Not ist, in Schwierigkeiten ist. Bete und sag, lieber Gott, du siehst meinen Sohn, meine Tochter oder mein Mann, meine Frau, hat die und die Probleme. Bitte hilf. Ja. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht gebetet habt. Nicht gebeten habt, ja, und es ist so wichtig, dass wir anfangen zu bitten. Traue dem Herrn Jesus was zu, auch wenn ja, der Knecht nichts dafür kann, verstehst, nicht einmal weiß, dass er zu Jesus gegangen ist, dieser Hauptmann. Ja, die Leute müssen nicht alles wissen, verstehst du? Du musst nicht sagen, ich habe den Herrn gebeten, dass er das und das macht. Nein, du wirst merken, wenn du nach Hause kommst, der springt dir entgegen, mit dem ist was passiert. Er traut Jesus was zu, und das ist Glaube. Glaube ist, dass ich Jesus was zutraue. So, wenn ich Medikamente nehme und die schlucke, dann traue ich den Medikamenten zu, dass die mir hilft. Und wenn ich den Medikamenten nicht zutraue, dann schütt es weg. Das ist nicht wert, dass du überhaupt aufhebst. Ja, trau zu. Du musst dem Pastor zutrauen, dem Arzt zutrauen, dem Rechtsanwalt zutrauen, den Medikamenten zutrauen, ja, dem Arzt zutrauen. Und da wird was passieren. Auch wenn du nicht zutraust, brauchst du gar nicht versuchen, wird gar nicht funktionieren. So, bei Jesus muss man zutrauen,
vertrauen, dass es geht. Seine Worte sind machtvoll. Sprich nur ein Wort. Es reicht kein Roman oder keine Story. Nein, sprich nur ein Wort. Irgendetwas, was zu Herzen geht, was vom Himmel kommt, aus dem Jenseits kommt. Ja, und deine Situation wird sich verändern. Jesu Worte sind schöpferisch, so wie Gottes Wort schöpferisch war. Es werde Licht. Und plötzlich, überall gehen Lichter an. Es werde Licht, ja. Gottes Wort ist gesundmachend, heilend, befreiend, ist treffend. Das ist Gottes Wort. Sprich nur ein Wort. Nicht ein Wörterbuch, ein Wort. Ja. Das richtige Wort im richtigen Augenblick, in der richtigen Situation, das heilt dich. Du brauchst das richtige Wort. Deshalb geh auf meine Seite. Ich habe über 1000 Predigten auf meiner Seite, Homepage-Seite www.matutes.net. Und dann findest du eine ganze Menge von Predigten zu verschiedenen Themen. Ich predige themenweise, weil damit ich mich nicht wiederhole und damit ich immer wieder was Frisches habe. Ja, themenweise. Und bestimmt ist irgendwo dein Thema angesprochen. Und finde das Wort für deine Situation, so ein Schlüsselwort, Passwort, was auch immer ist. Das Wort wird nicht leer zurückkommen, so heißt es in der Bibel. Gottes Wort ist wie der Regen oder wie der Schnee, der vom Himmel fällt. Ja, irgendwas bleibt hängen. Du musst nicht die ganze Predigt verstehen und die ganze Predigt tun, sondern nur ein Wort, ein Bild, eine Illustration. Aha, so ist es. Sein Knecht wurde gesund, weil er sich an Jesus wandte. Dein Problem wird gelöst, wenn du dich an Jesus wendest. Nur nebenbei. Der selbst Gesundheit ist, der selbst das Leben ist, der selbst das Kommando führt. Sprich nur ein Wort, Herr. Ja. Ihm ist alles gegeben, alle Macht, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, auch im Jenseits. Der Hauptmann sagt, ich befehle. Und wenn du vernünftig bist, wenn du einen Befehl aussprichst, das passiert auch. Sprich nur ein Wort in deiner Situation. Wind, sei still, Berg, heb dich weg. Oder bis hierher und da sollen sich die Wellen legen. Glaub an die Macht der Worte, was auch immer ist. Glaub an die Macht der Worte. Sei davon überzeugt, an deine Worte. Und wenn du an deine Worte glaubst, kannst du auch an Gottes Wort glauben, denn Gott ist in uns. So einfach geht es. Jesus musste nur was sagen und dann ist passiert, dann geschieht es. Ja? Und ihr werdet zu dem Berg sprechen, ihr werdet Dämonen vertreiben. Ihr werdet dies und jenes tun, wenn ihr glaubt, richtig glaubt, so wie dieser Hauptmann hier geglaubt hat. Er sagt, Jesus, ja, du musst nicht zu Jesus, du musst nicht zu mir kommen, sprich nur. Ja? Und du wartest, bis da der Himmel sich öffnet, bis was ganz Großes geschieht. Das muss nichts passieren. Sogar einfache, simple Dinge. Der Heilige Geist in dir muss nur was sagen. Und durch eine Predigt von mir in aller Liebe, ja, hör Gottes Wort. Dieser römische Hauptmann war so trainiert und sagt, ich spreche, komm. Dann kommt er, geh. Und dann geht er, verstehst du? Und er hat Gehorsam gelernt. Und wenn du Gehorsam gelernt hast, dann werden auch deine Worte dir gehorchen. Und dann wird auch das Wort Gottes dir gehorchen. Aber die meisten sind ungehorsam, sind solari fari. Jesus hat gesprochen. Auge, öffne dich. Oder Ohr, öffne dich. Mund, öffne dich. Oder was auch immer war. Der Mensch musste das erleben, was schöpferisch ist in seinem Leben. Und das Wort Gottes macht den Unterschied. Gott achtet auf das Vertrauen, auf deinen Glauben, sogar den kindlichen Glauben. Manche Kinder haben mehr Glauben wie manche Erwachsene. Wir haben eine Kinderfreizeit mal gehabt in Süddeutschland. Und da sind einige Kinder sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und ein Vater, Georg hieß er, hat MS gehabt, Multiple Sklerose. Und dann hat das Mädchen und der Bub gesagt, Papa, leg dich hin, wir beten für dich. Kinder. Der eine vorne gebetet, der andere hinter. Und dann, im Namen Jesus, steh auf und sei gesund. Und der Papa glaubte das und ist aufgestanden. Und da kam, solange ich geschulgert war, kam er in meinen Gottesdienste aus der Umgebung hinten von Stuttgart. Ja, Kinder haben den Papa geheilt. Du musst nicht großen Glauben haben, sondern Glauben an einen großen Gott. Das ist alles. Glauben an einen großen Gott.
Es ist wichtig, im richtigen Zug zu sitzen, denn dann kommst du am richtigen Ziel, den Heiligen Geist haben. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, dann tu das. Beweg dich ein bisschen. In Sprüche 13, Vers 20 heißt, wer mit Weisen geht, wird weise sein, aber der Gefährte des Narren wird vernichtet, also der Dummkopf wird vernichtet, der geht zugrunde. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Ist so wichtig. Das, was du erkennst, das, was dir groß wird, aha, aha, ja, aha. Und dann setzt es um, diese Worte Gottes. Worauf achtet Gott? Dass du glaubst, kindlich glaubst. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. So viele sind fromm, aber sie tun das nicht. Was so kindliches Herz macht, machen würde. Bei den Ungläubigen ist der Teufel ihr Vater. Wer ist der Lügner? Erzählt alle möglichen Klamauk. Ja, der Teufel glaubt auch, aber er glaubt nicht an Gott, an die Allmacht Jesu Christi, dem alle Macht gegeben ist. Ja, der baut sozusagen seine Lügen auf. Ich habe so ein schönes Bild vom Fuchs auf meiner Homepage-Seite, also ein schöner Fuchs. Geh mal auf meine Facebook-Seite, da ist der Fuchs. Der Fuchs erzählt Geschichten und das Schaf glaubt es und erzählt weiter, verstehst du? Und der Esel glaubt es dann nachher, diese Geschichten. Ja, der Fuchs erzählt und ich erzähle auch Geschichten. Das, was mir geholfen hat, da, wo Gott mir geholfen hat. Weißt du, ich habe ausprobiert, Gottes Worte ausprobiert und Gottes Wort ist nicht leer zurückgekommen. Der Teufel versucht uns, ja, den Kopf zu verdrehen, dass wir das nicht fassen können. Mein Gott, wie mag das zugehen? Wie soll das passieren? Ja, bei Gott ist alles möglich, Bruder, Schwester. Deshalb lass dich nicht betrügen und lass dich nicht irgendwie so an der Nase rumführen. Der Teufel täuscht sogar die Engel. Ja, er erzählte Geschichten, verstehst du? Und das Schaf glaubte und erzählt weiter. Und der Esel beherzigt. Ja, die himmlischen Heerscharen, die wollen dann dir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, er glaubt. Solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Und es ist so wichtig, dass du anfängst, kindlich zu glauben. Nicht so kompliziert. Ja, ich möchte, ja, viele glauben, sie müssen Theologie studieren, die ganze Bibel durchlesen und was weiß ich. Nein, du musst es nicht. Du musst es nur tun, das, was du hörst. Das, was sie groß wird. Aha, 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 so ist es. Lass dich nicht betrügen, in das Licht führen. Werde gläubig. So viele sind religiös, aber nicht gläubig. Ja, darum heißt es immer wieder, prüf die Geister. Ist das von Gott? Führ das zu Gott? Mach das Gott groß? Du musst nicht einen großen Glauben haben. Viele Menschen denken, sie müssen großen Glauben haben. Nein, du musst nur einen großen, mächtigen, starken Gott glauben. Das ist alles. Einen positiven Eindruck von Gott haben. Er kann alles, er kann alles. Er hat alles, ja. So, empfange diesen Gedanken, auch wenn es vielleicht ein Blitzgedanke ist. Mein Gott ist ein großer Gott. Ich habe einen Juden bei mir in Heilbronn im Gottesdienst. Er glaubt gar nicht richtig an Gott, verstehst du? Aber ein Jude. Und ich habe gedacht, komm, ich lasse dir mal was erzählen vom Bibelcenter in Jerusalem. Und dann singen wir, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Er teilte die Fluten vom Roten Meer. Dann sagte Bruder Madudis, wir Juden sind nicht durch das Rote Meer gezogen. Das Wasser war nur so tief. Habe ich gesagt, preis dem Herrn. Dass sogar in einem seichten Wasser die Ägypter ertrunken sind. Ja, Gott kann auch im seichten Wasser was Großes vollbringen. Das muss nicht gleich das Rote Meer sein, sondern irgendwo ein Schilfmeer war das oder was er da gemeint hat. Es ist so wichtig. Du musst nur Gott Großes zuschreiben, großes Vertrauen. Ja, Worte sind mächtig. Worauf achtet Gott? Auf das positive Bekenntnis, dass du ihn lobst, dass du ihm dankst, dass du das tust, was er sagt. Ja, du brauchst ein inspiriertes Wort Gottes. Sprich nur ein Wort, hat der Hauptmann gesagt. Nur ein inspiriertes Wort für meine Situation. Und Gott hat für jede Situation ein passendes Wort. So Schnapsgedanken. Du schnappst es auf und sagst, Halleluja, das ist für mich. Wie oft habe ich in meinem Leben, in meinem Dienst erlebt, dass jemand zugehört hat und das Wort aufgeschnappt hat, auch wenn es aus dem Zusammenhang war und ging nach Hause, hat gebraucht und es hat funktioniert.
So wirkt der Teufel auch durch negative Worte, Wutanfall, Zorn und was auch immer ist. Ja, nicht alles ist positiv, aber wenn du das Wort aufgreifst, es wird alles gut. Hier hat jemand ein Problem gehabt und fährt mit dem U-Bahn und dann geht die U-Bahn übers Land und dann hat ein Gartenbesitzer auf seinem Dach geschrieben, es wird alles gut werden. Und diese Person kam aus der Versammlung, war mutlos, war niedergeschlagen und hat gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Da habe ich gesagt, was? Ja, ich bin mit der U-Bahn gefahren und auf dem Gartenhaus irgendwo hier von Tegel in der Gegend, irgendwo, da stand, es wird alles gut werden. Und dieses Wort hat er mit nach Hause genommen, es wird alles gut werden. Und es ist alles gut geworden in seinem Leben. Ja. Du musst nicht eine geistliche, super geistliche Predigt hören. Ja, schon allein diese Worte, es wird alles gut werden. Halt fest, nimm das mit nach Hause. Danke Gott, danke für diesen Mann, der das auf dem Dach geschrieben hat. Ja, es wird alles gut. Warum auch immer. Ja, die Inspiration gab, irgendjemand muss das Wort lesen oder hören und sehen, es wird alles gut werden. Ja, worauf achtet Gott? Dass du Glauben hast, es wird alles gut. Bruder, Schwester, es wird alles gut. Wir müssen das nur sehen, akzeptieren, beherzigen und dann sagen, danke Herr, du hast zu mir gesprochen, es wird alles gut werden. Ja? Auch in deinem Leben, egal was da ist, es wird alles gut werden. Denk daran, dein Glauben muss irgendwo hingebracht werden, auf Jesus gelenkt werden. Da stand nichts von Jesus, Jesus wird dich heilen oder was auch immer ist. Nein, es wird alles gut werden. Und dann denkst du und kaust und nagst daran, verstehst du an diesem Wort, es wird alles gut werden. Lass den Willen Gottes in deinem Leben geschehen, was auch immer ist. Lass es einfach darauf ankommen. Jetzt hat Gott sogar durch den kleinen Gärtner zu dir gesprochen, es wird alles gut werden. Ja, nimm das mit. Und manchmal brauchen wir ein Wort von Gott. Ich habe zeitlang als junger Christ hinter meinem Auto große Sprüche geschrieben, gerade du brauchst Jesus, bis ich jemanden falsch überholt habe. Und dann kommt dieser Porsche-Fahrer, dreht die Scheibe runter, gerade du brauchst Jesus. Ja, und da war ich lackiert, bin ich gleich an den nächsten Parkplatz gefahren, habe sogar das Schild rausgetan, gerade du brauchst Jesus. Aber irgendwie bin ich nicht glücklich gewesen, ohne einen frommen Spruch als Christ, verstehst du? Wir sollen ja Zeugen sein, Zeugen Jesu Christi, und wir sollen Christus bekennen. Und in meiner Bibel heißt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dann habe ich gebeten und dann kriege ich ein ganz blödes Wort aus der Bibel. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Und das habe ich klein geschrieben, hinten geklebt. Ja? Und dann bin ich gefahren und eigentlich wollte ich was anderes schreiben, aber wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und eines Tages steht mein Auto irgendwo im Park draußen, in Augsburg war damals, und dann ist ein Zettel an der Windschutzscheibe, bitte rufen Sie uns an. Und ich rufe die Leute an. Zuerst bin ich ums Auto gelaufen und geguckt, ob irgendwo ein Kratzer ist oder was passiert ist, aber da ist nichts passiert gewesen. Dann rufe ich an und sagt, was ist da los, warum soll ich sie anrufen? Ja, wir sind Christen, aber wir haben uns so gezankt, wir wollen uns scheiden lassen. Und wir stehen da im Auto, an ihrem Auto, und da steht, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Und dann wusste ich, da ist jetzt mein Auftrag erfüllt. Dann habe ich gedacht, Gott, gedankt, dass ich das Schild wieder rausmachen kann, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Ich habe ja ein anderes Schild reingemacht. Aber du darfst erst dann weitermachen, wenn der Auftrag erfüllt ist, wenn das Wort in Erfüllung gegangen ist. Ja, du musst einfach dem Wort Gottes gehorchen, was er euch sagt, das tut. Lass den Willen Gottes in deinem Leben geschehen und du wirst glücklich sein, zufrieden sein. Jetzt war ich ein Segen, verstehst du? Durch ein Wort, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass euch nicht auffrisst. Maria, die Mutter Jesu, hat einmal gesagt, als der Engel sagt, du wirst schwanger werden, dann sagst du, ich weiß von keinem Mann, ich weiß gar nicht, ich bin noch ein junges Mädel, 12 Jahre vielleicht, ich weiß von keinem Mann, aber mir geschehe, wie du gesagt hast, auch das ist so wichtig, dass du so das Wort annimmst, auch wenn es nicht verstehst, auch wenn es so schwer ist, ja, diese Gottergebenheit, mir geschehe, wie du gesagt hast, das Natürliche und das Übernatürliche, Gott will, dass wir
sein Wort zulassen in unserem Leben, dass sein Wort wirkt? Ja. Dass du die Sonne genießt, rausgehst in die Sonne, dann brauchst du nicht Vitamin D-Tabletten. Ja, die Sonne. Die gibt dir das, was du brauchst. Lass Gott auf dein Leben wirken. Auch hier fortlaufen, die Bibel lesen. Also ich habe immer wieder erlebt, nicht, dass ich jetzt bestimmtes Wort von Gott suche. Nein, fortlaufen, die Bibel lesen. Da kommst du drauf. Also wir haben in unserer Familie versucht, die Bibel durchzulesen. Und ich bekam immer wieder das richtige, passende Wort durch die regelmäßige Bibellese. Ja, Kapitel für Kapitel. Da habe ich mal einem armen Menschen geholfen, der kam und bibbert im Winter, verstehst du, und hat keinen Mantel. Und in meiner Bibel steht, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem einen Mantel, der keinen hat, verstehst du? Und dann habe ich überlegt, ja, der braucht einen Mantel. Und habe ich ihm gegeben. Und hat sich bedankt, zieht an, geht nach Hause. Am nächsten Morgen kommt er ganz früh und klingelt bei mir Sturm. Mein Herr, ich kann den Mantel nicht gebrauchen. Es hat keine Westentasche, Seitentasche für seine Papiere. Ich habe gesagt, guck mal, lieber Gott, jetzt willst du einem armen Menschen helfen. Und es klappt nicht. Der bringt den Mantel zurück und es war sogar ein integrierter, wattierter Mantel, ein schöner Mantel. Also, ich habe dem Mann gegeben aus Liebe, ja. Und da kann er nicht gebrauchen, dann nimmt er an. Und dann machen wir unser regelmäßige Bibellesen und da heißt es, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Und das war für mich eine Antwort vom Himmel. Ich muss den Armen nicht helfen, aber ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, begehe auch keine Sünde. Ja. Jesus am Kreuz sagt, Vater, dein Wille geschehe an mir. Er war gehorsam, hat erduldet das Kreuz, hat uns vorgelebt, wie erfüllt man den Willen Gottes in seinem Leben? Ja, das war sein letztes Gebet. Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, meine Gedanken. Er hat sie Gott überlassen. Und das ist, worauf bei Gott ankommt, dass du mich Gott überlässt. Alles Gott überlässt. Verstehst du? Ihr habt Arme bei euch, könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Überlass deine Pläne, deine Gedanken, überlass sie Gott. Und er soll sie mit Leben füllen. Ja, überlass. Und erst dann stehst du Gott zur Verfügung. Dein Wille geschehe. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Erst, wenn wir zu allem Amen sagen können, so sei es. Ja, wenn wir Gott einwilligen, das ist, was Gott sucht. Gott braucht freiwillige Menschen, nicht die aus Zwang was machen. Ja, ich muss Gott gehorchen, da schlachtet er mich sonst ab. Nein, der schlachtet dich nicht ab. Er lässt dich lieben. Er will dich segnen, er will dich segnen, wenn du mit Gott einverstanden bist, wenn du seiner Meinung bist, mit ihm zusammenarbeitest, ihm gehorchst, ja, seinen Weg gehst, seinen Willen tust. Gott achtet darauf, ob wir uns ihm überlassen, mit ihm einverstanden sind. Gott achtet darauf, ja, dass wir sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, wie du mir im Kopf gegeben hast, diese Idee, ja, deinen Willen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Absolut. Ja, und Maria hat es angenommen, hat dann ihrem Freund Josef erzählt und sagt, ich kann es nicht fassen, aber ich lasse es zu. Oder er versucht heimlich zu verlassen und dann redet Gott auch zum Josef. Das, was von der Maria geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Stell mal sowas vor. Ja. Das, was du erlebst, ist vom Heiligen Geist. Ist nicht nur deine Fantasie. Das, was der liebe Gott dir in deinem Herz hineinsagt, ist vom Herrn. Du musst zu deiner Entscheidung stehen. Und Gott will von dir gelebt werden, ausgelebt werden, diese Gedanken. Ja, fang an, auszuleben. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie der Vater vom verlorenen Sohn. Wer lässt den verlorenen Sohn verloren gehen? Gibt sogar noch das Fahrgeld dazu. Und sein Erbe zahlt er aus, aber er gibt ihn nicht auf. Und das ist das Schöne dabei, dass wir niemand aufgeben. Solange der Mensch Atem in sich hat, kann Gott noch was machen. Und mit Seilen der Liebe zieht der Vater, betet jeden Tag, schaut zum Fenster raus, kommt er, wann kommt er wieder, kommt er überhaupt? Und dann sieht er einen Menschen auf ihn zukommen, das ist wie mein Sohn. Ja. Hab eine offene Tür für Verlorene, für Menschen, die negativ sind.
habe ein Herz für die Menschen, was auch immer ist. Da ist ein junger Mann, der ist von zu Hause ausgebüxt und davongegangen und die Eltern wohnten am Bahndamm. Und nach Jahren überlegt er sich, soll ich doch nach Hause gehen? Meine Mutter betet immer für mich. Und soll ich nach Hause gehen? Was soll ich machen? Und irgendwie eine Stimme sagt, geh nach Hause. Und dann schrieb er eine Postkarte an die Mutter. Mutti, wenn ich nach Hause kommen darf, bitte hängt das weiße Handtuch an der Leine. Ich fahre eine Station weiter hier am Bahndamm. Und wenn das Handtuch hängt, das weiße Handtuch, dass ich kommen darf, dann bin ich bereit, zurückzufahren und nach Hause zu kommen. Ansonsten fahre ich weiter und gehe meinen Weg. Und weißt du, was passiert ist? Hat die Mutter nicht nur das weiße Handtuch gehängt, sondern die ganzen weißen Tücher, Leinentücher überall, alles aufgehängt. Und der Junge brach zusammen und sagt, guck mal, so eine Liebe hat Gott. Ja, ich darf nach Hause kommen, so wie hier bei der U-Bahn. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Gott wartet auf dich, er erwartet dich. Ja, er macht dir keine Vorwürfe, dass du sein ganzes Vermögen durchgeprasst hast, wie der, hier der Junge. Gott hat Gedanken des Friedens mit dir und nicht des Leides. Ja, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Ja, du bist für den Himmel bestimmt und nicht für die Hölle, für das gelobte Land, für das Paradies. Gott hat mit uns Menschen Erbarmen. Er ist barmherzig und gnädig, gütig. David wird Gutes und schreibt in seinem 23. Psalm, er schreibt, Gutes und Barmherzigkeit will mir folgen, mein Leben lang. Ja? Und wenn du das liest, mein Leben lang wird Gutes und Barmherzigkeit folgen, es wird mein Leben lang immer wieder gut werden. Gott achtet auf dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Stell mal vor, was der liebe Gott sagt, du bist mein Augapfel. Ich weiß gar nicht, ob du das mitfühlen kannst, wenn ich manchmal so Augentropfen nehme und ich sehe, der Auge, dieser Tropfen kommt runter, mache ich gleich da meine Augen zu. Ja? So empfindlich ist man, verstehst du, am Augapfel. Und das klingt wertschätzend. Du wirst erwartet von der Mutter mit die ganze Wäscheleine ist da. Und dann haben die Beatles daraus einen Song gemacht, also der Yellow Tree, das ist der gelbe Baum. Verstehst du, du darfst nach Hause kommen, du wirst erwartet. Der Herr hat seinen Preis bezahlt. Worauf kommt es bei Gott an, dass du ihn wertschätzt, dass du ihm dankst und sagst, Heiland, du hast alles für mich getan und ich bin so froh, dass ich heimkommen darf. Vor Gott bist du etwas Besonderes und jeder Mensch ist bei Gott etwas Besonderes. Durch Jesus hast du einen hohen Wert in deinem Leben. In den Augen Gottes bist du so wertvoll. Er gab seinen Geist, seinen Sohn. Ja, den ganzen Himmel hat er geplündert und alles dir nachgeschmissen. Er hat sich verausgabt für dich, ja. Und du musst nur aufnehmen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Manche haben gar kein großes Zeugnis erzählt, verstehst du? Ich habe Jesus aufgenommen. Ich habe in Heilbronn ein Ehepaar gehabt. Die Frau, also sie beide waren Friseure und der Mann war Friseurmeister auch und sie auch. Und die Frau hat evangelisiert und missioniert und was weiß ich, sie hat Jesus überall bekannt. Aber der Mann, der war ein sturer Stoffel, Entschuldigung, dass ich so denke und so sage. Und dann haben wir ein Gartenfest bei ihm zu Hause und dann sagte Herr Matudis, ich kann dich so nicht outen, wie meine Frau überall erzählen. Ich glaube an Jesus, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin auch ein Kind Gottes. Ja? Ich bin auch ein Kind Gottes. Und manchmal, manche Frauen, manche Männer, die denken, ja, mein Partner muss genauso impulsiv sein, so euphorisch sein, wie ich bin. Verstehst du? Nein. Es gibt stille Menschen und es gibt euphorische Menschen. Und die stillen Menschen, die gründen tief, verstehst du? Aber der hat in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen und sich für Jesus entschieden. Ohne groß Hand zu strecken. Ja, meistens, wenn er im Gottesdienst war, stand er hinten an der Tür. Der war nicht mal groß im Saal drin. Verstehst du? Nur an der Tür. Aber er hat an Jesus geglaubt, Jesus angenommen. So, sprich nur ein Wort. So einfach, gar nicht so kompliziert. Wir denken immer so evangelisch, evangelistisch, amerikanisch. Nein, bleib ganz normal. Jesus hat für dich alles getan und du musst nur annehmen und sagen, ja, so ist es, Amen. Okay, es gibt auch die Stillen im Lande. Und manchmal sind die Stillen im Lande viel fleißiger.
Ich denke nur an Josef von Arimathia und Nikodemus. Ja, alle, die Jünger Jesus sind alle abgehauen, aber diese beiden kamen ja, zu Jesus oder zum Pilatus, könnten wir den Leichnam vom Kreuz abnehmen? Ja, und der Pilatus überzeugt sich, dass Jesus wirklich tot ist und können machen, ja. Und der Josef von Arimathia gibt sein Grab, stellt sein Grab Jesus zur Verfügung, aber er taucht nirgendwo auf in der Bibel, groß, verstehst du? Er dient die Stillen im Lande. Und ich möchte dich ermutigen, ja, worauf kommt es wirklich an? Zur Tat, dass wir Tatmenschen sind und nicht nur bla bla bla. Tatmenschen, dass wir das tun, was das Wort Gottes verlangt. Worauf achtet Gott? Ja, Gott will unser Leben erfüllen. Und was glaubst du, was der Josef von Arimathia, was der für den Segen hat? Der stellt seinen Grab Jesus zur Verfügung. Nikodemus und die beiden Ratsherren, die gehen zum Pilatus und sie machen große Sachen für Jesus, so heimlich, so nebenbei, keiner merkt es. Ja, wichtig ist, was machst du nebenbei? Was machst du nebenbei? Einfach konsequent leben. Das Wort Gottes, ich kann nicht zulassen, dass der gute Mensch hier über Sabbat am Kreuz hängt. Ja, sie nehmen runter. Salben Jesus, wickeln Leinentücher ein, verstehst du? So eine richtige Beerdigung und sie beerdigen Jesus. Da war kein Frommer dabei, kein Petrus, kein Johannes und wie sie auch alle geheißen haben. Niemand war dabei. Und deshalb ist so wichtig, diene dem Herrn. Gott sieht das Herz an, nicht den Mund, was man wohl alle sagt. Ja. Gottes Verheißungen sind da. Ob du glaubst oder nicht, verstehst du, die Sonne scheint, ob du willst oder nicht. Die Bahn fährt tagtäglich ein paar Mal vorbei hier an diesem Gartenhaus. Es wird alles gut werden. Aber irgendjemand braucht es. Für irgendjemand ist es geschrieben worden. Und ich will einfach, dass du Freude am Leben hast, das Leben genießt und gute Tage hast, glücklich bist. Ja, und gar nicht so groß aufgeregt und dann bebst. So viele Leute beben viel zu viel. Ja, sei ganz ruhig, ganz gelassen. Das Gute muss siegen, die Gerechtigkeit muss siegen, die Wahrheit muss siegen in unserem Leben. Und das Leben muss siegen, es wird alles gut. Ja, ich finde es toll, irgendjemand muss es hören. Ja, auch wenn es schon alt ist, diese Erfahrung, was ich da von dieser Person gehört habe, verstehst du, alles wird gut. Irgendjemand braucht es. Hör auf, schlecht zu denken von deinem Leben. Gott wird alles gut machen in deinem Leben. Gottes Verheißungen bleiben. Lebe mit guten Worten, mit guten Menschen, habe ich vorhin gelesen, ja. Worauf achtet Gott, mit wem du zusammenkommst? Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen, wo die Ungläubigen sitzen, wo die Atheisten sitzen, ja. Aber selbst bei den Atheisten kannst du die Güte Gottes erleben. Wir haben in Perm, das ist in Russland, im tiefen Russland, in der Nähe vom Ural, da haben wir ein Waisenheim unterstützt und da fahren wir hin und bringen ein bisschen Geld, und damit die Prothesen kaufen können für die Behinderten und dergleichen. Und dann kommen wir dorthin, also da war alles voll geraucht, der Mensch hat geraucht und er sagte, ich sehe, Sie sind entsetzt, weil ich rauche, aber ich muss rauchen. Und zwar der Staat, als die Sowjetunion zusammenbrach, die haben die Waisenkinder stehen lassen und einfach sich selbst überlassen, ihrem Dreck, dass sie weitermachen. Und ich konnte das nicht über mein Herz bringen, dass ich die Kinder in ihr Dreck lassen. Und tagsüber verwalte ich hier das Heim und nachts gehe ich stehlen. Und deshalb bin ich so nervös. Deshalb muss ich rauchen. Und du weißt oft nicht, warum ein Mensch das und das macht. Warum er so komisch ist, warum er raucht wie ein Schlot. Ja, und dann habe ich das verstanden. Als wir das erste Mal dort waren, hat er gequalmt, was das Zeug hier. Und dann haben wir uns als Patenschaft übernommen von unserer Gemeinde hier, dass wir in Perm dieses Waisenhaus unterstützen und helfen. Und so langsam, Stück für Stück, muss er nicht mehr stehlen gehen nachts. Ja, und vielleicht gehen manche Leute nachts stehlen, weil die Christen nicht ihr Wort erfüllen, weil sie nicht helfen, weil sie nicht zu ihrem Wort stehen und wortbrüchig sind. Du kannst den Teufel jagen mit guten Worten,
wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Ja, da kannst du den Teufel austreiben und glücklich sein. Fang an, Gott zu dienen, für Gott zu leben. Und Gott denkt nicht mehr an deine Sünden. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird von der Lähmung geheilt. Nur ein Wort, ein guter Gedanke, was auch immer ist. Nicht du gerade, du brauchst Jesus, ja. Ich weiß, das würden wir gerne hinausposaunen. Aber nein, erzähl den Leuten vom Heiland, von der Liebe Gottes, dass er wertvoll ist in den Augen Gottes und dass er anfängt, positiv zu träumen und dass er plötzlich erkennt, was Gott mit seinem Leben vorhat, was er aus seinem Leben machen möchte. Und denk nicht immer an der Sünde. Weißt du, wir möchten gleich immer mit dem Hammer die Leute bekehren. Ja, willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir den Schädel ein. So sind viele Christen so radikal. Nein, bleib ganz ruhig. Gott ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit und so weiter. Und erzähl ihm was von der Güte Gottes. Worauf achtet Gott? Auf die Liebe. Dass die Liebe da ist. Und manche könnte in den Himmel hineingelebt werden. Ich habe dieser Schwester, dieser Friseur gesagt, missionier nicht so viel, leb Christus vor. Leb Christus aus. Ja. Mach nicht so große Sprüche. Meistens, sie hat ja auch meistens viele Leute in meine Gemeinde gebracht, weißt, wenn sie den Kopf massiert hat, die Haare bei den Frauen gewaschen hat, hat sie vom Heiland erzählt und für die Leute noch gebetet, verstehst du? Und dann, ja, und sie wollte mit Gewalt die Leute bekehren. Die Stadthalle sich gemietet sogar und waren nur 6 Leute drin. Und der Mann hat gesagt, weißt, ich erlaubt, dass meine Frau ihre Meinung vertritt, aber ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich bin für was anderes geschaffen. Ja, ja. Worauf achtet Gott? Auf die Demut, auf die Bescheidenheit, auf die Stille. Die Stillen im Lande, die bewirken mehr als du glaubst und ahnst. Im Psalm Kapitel 23, Vers 5, da heißt es, du deckst im Angesicht meiner Feinde den Tisch und du salbst mein Haupt, so richtig massierst, verstehst du? Und du schenkst mir voll ein und du bringst meinen Becher zum Überlaufen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ja, wenn es deiner Seele gut geht, das spüren die Menschen in deiner Umgebung. Und die liebe Schwester, die der ganze Familie zum Herrn geführt, in aller Liebe. Nicht nur ihren Mann oder nicht nur, den sie den Kopf massiert hat. Wenn deiner Seele gut geht, bringst du die anderen zum Glauben. Ja, es ist so wichtig, dass du den Segen auslebst. Worauf kommt es Gott an? Auf das Leben kommt es an, nicht auf die Worte. Auch nicht die schönen Worte, sondern dass du das tust, was der Heilige Geist sagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Mutter Maria. Ja, du bist erlöst und bleibe erlöst und lass dir schmecken beim Heilen, verstehst du? Und lass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen. Einfach lebe. Lebe das geistliche Leben, das Gott dir gegeben hat. Lebe es aus. Ja? Und sei nicht so euphorisch. Ich will dich runterbringen. Es ist schon schön, dass du so euphorisch bist. Ja? Aber komm runter. Komm runter und diene. Und mach das, was Gott dir gesagt hat. Und er wird den Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen. Und dergleichen. Ja, und die Engel ziehen das Gute an. Ja, sie dienen dir. Die tragen dich und die Dämonen müssen vertrieben werden auf diese Art und Weise. Und der Mann steht an der Tür. Ich sehe heute noch, verstehst? Steht an der Tür und sagt, Herr Matutis, ich glaube an Jesus im Herzen. Gott achtet auf die Verbindung, ob du die Verbindung mit Gott hast. Worauf achtet Gott? Ja, ob er Raum in deinem Leben hat, in deinem Herzen hat. Ja, wer und was bestimmt dein Leben? Welcher Geist? Es wird alles gut werden. Halleluja. Ja. Dass du nicht nur von deinem Verstand lebst und nur mit dem Verstand an Gott glaubst, sondern mit dem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, dann irgendwann wird es recht werden. Lieber Heiland, du möchtest jetzt unser Leben in deine Hände nehmen und einfach
das geschehen lassen, was geschehen sollte. Wir möchten still sein, wir möchten wohlgefällig sein vor dir und wir möchten dir dienen. Du bestimmst unser Leben. Und deshalb ich danke dir, Vater, dass du der Herr bist und der Herr bleibst. Und es wird alles gut werden durch die Gnade Gottes. Amen. Wir hören das Lied, Bet den Herrn an und wir nehmen unser Opfer auf. Gott möge uns segnen.